Heute zeige ich dir den wohl besten, aber auch einfachsten Schwunggedanken, den man am Golfplatz haben kann, um seine Schläge zu verbessern und um ein besseres Score zu bekommen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Für meinen Online-Kurs Bausek Golf Essentials habe ich zurzeit ein Sommerangebot. Wenn du runter in die Videobeschreibung gehst, findest du einen Link und einen Rabattcode. Du kennst mich wahrscheinlich schon. Ich bin ein großer Fan von einer guten Golftechnik. Sie ist die Voraussetzung für ein gutes und konstantes Spiel. Aber die Golftechnik gehört meiner Meinung nach auf die Driving Range. Am Platz selber ist es wichtig, dass man mit Skills arbeitet, also die Fähigkeiten hat, den Ball mit einer bestimmten Absicht so zu treffen, dass es zur Spielsituation passt. Genau über diese Absicht möchte ich jetzt mit dir sprechen und wie du diese auf dem Golfplatz ganz einfach umsetzen kannst. Damit wir das schaffen, habe ich jetzt einen Nagel in einen Ball gehämmert. Jeder von uns hat ja schon mal einen Nagel in eine Wand reingehämmert und wir wissen, dass die Schlagfläche oder die Hammerfläche sehr gerade sein soll und dass man einen sehr neutralen Schwungpfad braucht, um das zu machen. Diese Technik kann man jetzt hier auch verwenden, um bildlich gesehen mit dem Schlägerkopf einen Nagel in den Ball hineinzuschlagen. Und je nachdem, wie ich den Nagel hinlege, kann ich jetzt gewisse Sachen erreichen. Und über die sprechen wir jetzt. So, kommen wir zur allerersten Anwendung für diesen Gedanken mit dem Nagel im Ball hier. Und zwar die einfachste Vorstellung, die man haben kann, wenn man am Platz spielen geht, ist die, dass der Nagel einfach so im Ball drin steckt, dass er einfach gerade zum Ziel zeigt. Ja, ich lege den mal ganz kurz so hin, den Ball, und stelle mir das auch dann in der echten Welt tatsächlich so vor. Und ich stelle mir jetzt vor, dass ich mit einer geraden Schlagfläche, mit einer geraden Schwungbahn den Nagel durch den Ball durchschlage. Wenn ich den Boden unter dem Ball dabei treffe, wird der Ball in die Luft steigen und ich werde einen tollen Kontakt haben. Das ist die allererste Variante, die du ausprobieren solltest. Du stellst dir diesen Nagel vor und ich lege jetzt tatsächlich einen Golfball her, habe geistig diesen Nagel drin hier und versuche hier mit einem kleinen Schwung erst einmal, das kann man dann ruhig mal auf der Range zuerst üben, bevor man das am Platz anwendet, mit einem kleinen Schwung versuche ich das Gefühl zu haben, ich versuche den Nagel hier in den Ball rein zu bewegen und schau mal, was passiert. Ja? Ja, und wenn du dann ein Gefühl dafür bekommst, ja, und diese tolle lange Phase durch den Ball spürst, dann kannst du dann beginnen mit der Zeit dann vollere Schwünge zu machen. Wenn du das dann eine Zeit gemacht hast, dann wird dir ja eine Tendenz auffallen. Entweder wird der Ball eh gut gerade fliegen, aber es kann natürlich auch sein, dass der Ball zum Slicen beginnt, das heißt, dass er eine Rechtskurve macht. Der Grund, warum du eine Rechtskurve da machst, ist der, weil du dann den Schläger wahrscheinlich von außen nach innen schwingst. Du gibst dem Ball so einen kleinen Schnitt mit und die Schlagfläche, die ist auch etwas geöffnet. Ja, du kannst dir vorstellen, das ist keine sehr, sehr kräftige Art, den Ball zu schlagen. Wenn ich jetzt hier gerade reinschlage, das ist sehr kräftig, da bekomme ich auch keinen Prall am Ball, also auch keinen Slice-Spin sozusagen. Ja. Wenn ich dann das Problem habe, dass ich dann zum Slicen beginne, dann lege ich mir diesen Nagel so hin, dass er ein wenig nach rechts zeigt, als rechtshändiger Golfspieler. Ich lege ein bisschen nach rechts. Das heißt, mir ist es bewusst, dass ich etwas zu viel von der Außenseite komme und versuche dadurch das Bild zu haben, dass ich mehr den Nagel von der Innenseite schlage. Und wenn die Schlagfläche jetzt einigermaßen gerade steht im Treffmoment, ja, dann werde ich einen guten Kontakt machen und werde einen kleinen Draw schlagen. Es kann natürlich dann passieren, dass es dann bei dir ein neutraler Schlag wird, aber das wäre dann eine gute visuelle Hilfe, die dir am Platz helfen wird, dass du den Ball effizienter und gerader schlägst. Das gleiche gilt natürlich auch für jemanden, der einen Hook hat. Das heißt, der Schläger kommt vielleicht dann zu viel von der Innenseite hier, kommt zu viel von innen nach außen. Der möchte dann den Nagel vielleicht so hinlegen, dass der etwas mehr nach links zeigt. Ja? Das heißt, ich stehe mich dann daher und versuche den Nagel von der Seite hier jetzt reinzuschlagen. Das wird dann meinen Schwungpfad etwas neutralisieren, wenn ich einer bin, der zu weit von innen war. Und dadurch werden auch die Kontakte besser und die Schläger konstanter. Kommen wir zur nächsten Anwendung. Und zwar diese hier kann ich für zwei Situationen anwenden. Erstens einmal, wenn ich einen Ball flach schlagen will, sprich gegen den Wind, beziehungsweise auch dann, wenn der Ball sehr schlecht liegt, zum Beispiel in einem tiefen Raff zum Beispiel. Da ist nämlich die Idee, dass man den Ball etwas mehr von oben attackieren will, das heißt mit einem steileren Eintreffwinkel. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Nagel etwas mehr hinunter zeigt. In der Sekunde, wo ich das Gefühl habe, dass der Nagel mehr hinunter zeigt, ja, dann werde ich schon bereits im Setup wahrscheinlich schon beginnen, mich ein bisschen mehr nach links zu lehnen,
habe vielleicht das Gefühl, dass ich auch mehr am linken Fuß bleiben möchte und werde dann versuchen, etwas mehr von dieser Seite auf den Ball zu kommen. Ja, wenn du jemand bist, zum Beispiel, der ganz gerne am rechten Fuß hinten hängen bleibt und den Ball hochschaufelt, ja, dann ist das natürlich auch eine sehr, sehr gute Sache für dich, diese Vorstellung, dass der Nagel ein wenig hinunter zeigt. Ja, wenn du schlau bist, kannst du dann natürlich dann auch kombinieren. Du kannst dann sagen, okay, ich habe einen Slice zum Beispiel und da kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, ich lasse den Nagel ein wenig nach rechts zeigen und runter, wenn ich ihn flacher schlagen möchte. Und dann kann man sich das eben so vorstellen, dass man so von der Seite auf den Ball kommt. Also du siehst, man kann das super anwenden für verschiedene Situationen. Ja, und es gibt auch ein ganz tolles Anwendungsbeispiel für den Driver. Und zwar in diesem Fall beim Driver möchte ich ja den Ball etwas mehr in der Aufwärtsbewegung treffen. Ja, was ich jetzt tun kann, ist, dass ich geistig den Nagel so hinlege, dass er schon ein wenig hinauf zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe und ein wenig das hinauf zeigen lasse, dann bekomme ich jetzt schon das Gefühl, dass ich jetzt mehr von hier unten hinaufschlagen will. Das heißt, ich werde mich schon im Setup schon etwas anpassen. Ja? Ich habe schon die Idee, die Intention, dass ich von hier reinschlagen möchte. Und diese Vorstellung wird dir dann helfen, den Ball etwas höher starten zu lassen und dass du auch mehr Weite bekommst. Hast du hier natürlich dann wieder Probleme mit Slice, kannst du den Nagel wieder so hinlegen, dass der ein wenig mehr nach rechts zeigt und hinauf. Dann wirst du das Gefühl kriegen, dass du mehr von der Seite kommst und dann wirst du auch schöner draus schlagen. Passend zum Nagel im Ball empfehle ich dir als nächstes dieses Video. Da zeige ich dir den Streichholzdrill, eine super Ergänzung zu der Sache hier. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.